Hallo und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge hatten wir ja gesagt, komm, wir gehen hier mal auf volles Risiko. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir haben uns hier maximal Kredit aufgenommen, den wir jetzt auch mal Maximum zurückzahlen. So, 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 alles weg. Und kommt eine neue Plattform schon wieder raus. So, wir stellen uns jetzt noch jemanden ein. Level 5. 7 Riesen. Game Designer. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Jetzt, Moment mal. Da müssen wir jetzt, ne? Jetzt müssen wir mal. Du gehst mal hier rüber. Ach, wisst ihr was? Wir brauchen noch einen weiteren Tisch. Und noch einmal jemanden dazu. So, denn die zwei, die machen Qualitätssicherung. Und zeitgleich machen die nämlich auch Gameplay-Verbesserung. Gut. Also wollen wir mal gucken. Wir nehmen mal teil. Wir nehmen mal teil. Ah! Fuck it! Hätte ich fast gesagt. Ach, Scheibengleister. Ach nee. So, die Bugs sind entfernt. Können wir gleich zeitgleich das Gameplay verbessern. Und zwar das und das. Jetzt kommen die Bugs rein. So, ich mach mal Vollgas. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Geschichte hier noch gebügelt kriegen. So, wenn die hier mit der Story durch sind, gehen sie gleich wieder ans Bugfixing ran. Aber es wird eine knappe Sache. Scheibengleister, das wird nix. So. Performance verbessern. Pass mal auf, und wenn das Zeit vorbei ist, wird aus dem Trend so unbeliebt das Kampfsportspiel. Riesen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwann Autobankrott sind. Aber hier häufen sich ja schon die Aufträge an für danach. Also wenn wir das hier auf dem Markt haben, muss es gleich weitergehen mit der Auftragsbearbeitung. So, los geht's. Fertig. Bugs entfernen. 82 Stück hacken die Jungs da rein. So, technisch ist es ganz schön weit oben. Soundmäßig ist, naja, Grotte. Da müssen wir das nachpatchen. Eventuell. Da sind wir vorbei. Und was haben wir im Jump'n'Run? Okay. Jump'n'Run ist nicht so dabei. Es regt mich gerade ein bisschen auf, dass wir die Convention verpasst haben. Nehmen wir uns mal hier ein bisschen Kredit auf. Nicht, dass wir jetzt hier gleich Autobankrott sind oder so. Jetzt bin ich gespannt. Leute, guckt euch das an, wie das nach oben rennt hier. Bugs sind auch fast alle draußen.
Sollen wir das dann auf den Markt schubsen oder sollen wir noch weiter an der Performance schrauben und machen und Gameplay verbessern und und? Wobei das Gameplay, das ist hervorragend. Das könnte sogar was werden, jetzt auch ohne Trend. Komm. Wir hauen das raus. Publisher suchen. Strategie, Strategie. Kampfsport. 7 Stück. 7 Dollars. Dollars, Dollars, Dollars. Der gibt nur 5 Marktstärke. Ist die gleiche. So. Kunden anbieten zu können, solltest du parallel für mehrere Plattformen und eine dritte. Okay, jetzt können wir eine dritte Plattform nehmen. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Grafik top. Unser erstes 63% Game. Leckt mich fett. Aber hier, ne, Invest. Fast eine Mille. Auftragsarbeit, ihr Lieben. Jetzt können wir ranklotzen hier. Und zwar mit Vollbesetzung. Das sollten wir doch hinkriegen. Schon wieder eine neue Engine. Ach, ihr könnt mich mal. 25 Features schon. Aber hey. Aber hey. Die Hälfte haben wir schon fast drin. Was wir jetzt machen. Updates. Und zwar ein Spielupdate. Neue Sounds. Mit plus 18. Ja, leck mich fett. Das gibt plus 18. Was machen wir? Wenn die Geschichte rum ist, schieben wir noch ein Sprachpaket hinterher. Update Sprachpakete da. Und zwar in da und da und da. Und da. Wird sich Riesen kommen, weltweit. Risiko. So, was kann die hier machen? Gameplay verbessern. Wähle ein Spiel. Okay, das geht wirklich nur dann. So, dann können wir jetzt hier mal gucken, dass wir Steuerung noch verbessern können. Dann müssen wir das mal erforschen. Die Steuerung. Ah, jetzt geht's bergab. Scheibengleister. Scheibengleister. Leute, komm. Haut in die Tasten, Mensch. Lokalisierung kann dann nicht so schwer sein. Auf geht's. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes, aber 190.000 Miese. Ich möchte mal gerne in die grünen Zahlen kommen jetzt. Mit so einem Spiel. Wir brauchen nicht teilnehmen. Weil das wird nichts mehr bringen, glaube ich. Scheiße. Los, 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 los. Haut in die Tasten, ihr Freunde. Auf geht's. Hopp, 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 hopp. Jetzt bin ich gespannt, ob wir nochmal einen Schub kriegen. Mit einem Sprachpaket. Weltweit. Auftragsarbeit nebenbei, das hier. 5 Wochen. Das schaffen wir nicht. 3600 Arbeitspunkte. Nee. Kriegen wir nicht hin. Ja, wir haben keine Fanbase. Aber immerhin, guck mal. Wir haben es fast drin gehabt. Das Cash. So, Kredit zurückzahlen. Soweit wie es geht. Jetzt haben wir wieder Aufträge, die nehmen wir mal an. Und User Interface. Achso. Okay, komm. Das machen wir gleich. Thank you.
So, nächste Auftragsarbeit. 6 Wochen, 2,4, das kriegen wir hin. Sollte machbar sein. Nehmen wir uns hier mal jetzt das User Interface. Und dann gucken wir mal, ob wir uns mal an ein Auftragsspiel wagen können. Was haben wir denn da? Achso. Aber unsere Engines werden nicht gekauft. Das ist ein bisschen... So. Gucken wir mal, Auftragsspiel. 53% müssen wir schaffen. Interaktiver Film, das haben wir nicht. Adventure haben wir auch nicht. Kampfsportspiel mit 50%? 43 Wochen? B plus Retail? Mit einem Nintendo hätte ich fast gesagt. Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Zielgruppe Teenies. Thema Auftragskiller. Kampfsport mit unserer schönen Engine. Zweite Plattform brauchen wir nicht. Das ist ja eine Auftragsentwicklung. Gehen wir hier ein bisschen in die Mitte rein. So. Grafik, das können wir ein bisschen weglassen. Dafür nehmen wir das hier mal ein bisschen in die Höhe. Gameplay war auch relativ weit oben gewesen. So machen wir das mal. Und wir nehmen mal die Länder dazu, wo die Prügeleien immer schön auch im Fernsehen zu sehen sind. Kostet uns 524.000. El Banco. So. Features. Wir nehmen die Speicherfunktion. Nee, die Speicherfunktion lassen. Na. Steuerung mit der Maus, das nehmen wir mal weg. Und das nehmen wir auch mal weg. Bei den Mehrspielern, das müssen wir schon fast lassen. Nehmen die alte Sprite-Technik daraus. Auch kein Schwein. Los geht's, Mädels. 45 Wochen haben wir Zeit. Und wir müssen auf 50% kommen. Deine Mitarbeiter frieren, du solltest mehr Heizungen bauen. Und genau jetzt 50%. Miese. Das war falsch. 50% Arbeitsgeschwindigkeit. Mal gucken, hier verschiedenes. Da. Elektroheizung. Ich habe keinen Platz, Mensch. Ich habe keinen Platz. Für die Heizung direkt daneben. Hier eine Heizung. Hier eine Heizung. So. Nur aber. Haut in die Tasten, Mensch. Super Gladiator. Gameplay verbessern. Spielbalance, das. So, wo kann ich... Ach da, hier, 35 Wochen haben wir noch. Das könnte doch in der Tat schon wieder knapp werden, hey. Aber wir sind guter Dinge. Ja, die Hälfte haben wir. 15 Wochen sind rum. Nochmal 15 Wochen für die restliche Hälfte. Aber noch ein bisschen Zeit hier dann für Bugfixing. So, dann hätte ich jetzt aber auch noch zwei neue Mitarbeiter, deren Namen ich noch brauche. Da dürft ihr euch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wer hier noch mit in das Team soll.
Sonst könnte doch noch knapp werden. Hey, leck mich an der Socke. Kommt schon, Mädels. In Wochen noch für 104 Bucks dann. Oh, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Nein, noch nicht veröffentlichen. Wir haben jetzt noch Zeit. Müssen nur aufpassen, dass wir das nicht versemmeln hier. Keine neue Mitarbeiterbewerbung. Die brauche ich auch nicht. Das juckt mich gerade wenig. So, die sind fertig. Bugs entfernen. Kommt, soweit es noch geht. Wo ist mein Profi? Der neue. Hier, Game Design Programmierung. Der ist bestimmt recht fix im Bugfixing. Leute, ihr sollt Bugfixing machen. Wir nehmen ja nicht dran teil. Das ist eh nicht unser Spiel, das können wir nicht mit. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt wirklich nicht versemmeln hier das Launch-Datum. Bei 3 lasse ich los, das Spiel. Oder 2 Wochen. Na, vielleicht kriegt man sie sogar noch ganz weg jetzt. Das wäre natürlich optimal. So, der macht immer 2 Bugs weg. Jetzt geht natürlich unsere Nerd-Gedanken, die gute Gloria, wieder hier rüber. Sie macht 3, er macht 4 weg. So, jetzt aber. Komm. Kriegen wir das noch hin? Jawohl, raus damit. Darf man die 50? Jawohl. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Unser Auftrag ist erfüllt. Die Kamo für Samuel. Spielplatz 50. Ja. Gehalt, Entwicklungskosten 300.000. Das hätte ich mir jetzt aber nicht so gedacht. Das machen wir ja in der Auftragsarbeit mit diesen Aufträgen hier locker, flockig weg. 12 Wochen. Wir nehmen das da. Und hier unten gehen wir mal weiter in die Forschung. Realistische Soundeffekte. Das kommt bestimmt gut. So, 840 Punkte, 13 Wochen. Bisschen Musik machen hier. Okay, Genres erforschen, Themen erforschen. Wir müssen auch mal ein bisschen in die Themen reingehen. Wobei, so ein Thema haben wir schnell erforscht. Das haben wir schnell erforscht. Interaktiver Film. Gut. Gehen jetzt mal auf die Rollenspielschiene. Und wann können wir das denn machen eigentlich? Mindestens 70% Spielspaß bei einem Spiel. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn hier irgendwas gerade rauskommt, was im Trend ist.
dass wir da dann mal ordentlich ins Spiel rausklopfen. Wofür wir vielleicht auch gerade eine Engine haben. Die Chance müssen wir mal gucken, ob wir die nutzen können. Die Themen brauchen wir nicht. Neues Genre nehmen wir uns auch mal nicht dazu. Wir gehen mal weiter, dass wir hier in den Features jetzt mal gucken. Und zwar nehmen wir die 3D Engine. Oder gehen jetzt mal in der Musik langsam voran. Weil da hat man vorher ein bisschen Probleme gehabt. Wenn die Sounds noch die Ohren wegblastern bei den Leuten, das ist. Kommt bestimmt gut. So, aber ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss, der Iron Boss.